Hallo und somit herzlich willkommen zum neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute geht's um den Noble Shares Hero in der Elder Scrolls Online Edition. Der Bürostuhl hier hinter mir hat ausgedient. Es wird mal Zeit für was Neues. Und da dachte ich mir, entweder ein Secret Lab oder Noble Shares Stuhl. Denn Bürostühle, da sitzt man stundenlang drauf. Man hat die Jahre lang, da braucht es schon was Gutes, finde ich. Und am Schluss habe ich mich dann doch eben für den Noble Shares Hero in der Elder Scrolls Online Edition entschieden. Einerseits wegen Preisgründen und auch wegen Designgründen. Und von daher würde ich jetzt sagen, wir legen einfach mal los. Ich hole die Kiste ins Bild und wir starten gleich mit einem Zeitraffer beim Aufbau. In der riesigen Kiste sind alle Einzelteile sorgfältig und gut verpackt, so dass beim Transport nichts geschehen kann. An der Sitzfläche ist bereits eine Armlehne montiert, somit geht der Zusammenbau etwas schneller. Mit Hilfe der mitgelieferten Anleitung von Noble Shares ist der Zusammenbau ziemlich einfach, da die Anleitung mit Bildern versehen und auch verständlich aufgebaut ist. Bei der Montage der Armlehnen kann man den Abstand zur Sitzfläche noch individuell einstellen, bevor man sie festschraubt. Wie man sieht, habe ich hier ein bisschen gestruggelt, die Sitzfläche mit den Beinen zu verbinden, da die Sitzfläche schon ziemlich groß und schwer ist, daher würde ich diesen Schritt sicherlich mit einer zweiten Person bevorzugen. Die Installation der Rückenlehne war im Gegensatz ziemlich einfach, da die Löcher sehr exakt und präzise sitzen. Schon beim Zusammenbau merkt man eigentlich, wie hochwertig der Bürostuhl ist, da die Löcher ziemlich passgenau sind. So ein paar Sekunden später für euch und ca. 40 anstrengende Minuten später für mich ist der Bürostuhl nun endlich zusammengebaut. Das Ganze ging mit der Anleitung, die man hier von Noble Shares hat, recht einfach. Da kann man echt keine Fehler machen. Allerdings stimme ich der Anleitung auch zu, dass man das Ganze zu zweit machen sollte. Hat man ja vielleicht gesehen im Zeitraffer, dass ich bei ein, zwei Sachen schon gestruggelt habe alleine. Ist halt schon recht robust und schwer. Aber trotzdem ging das Ganze gut eigentlich.
So, das erste Mal Probesitzen fühlt sich recht hart an, im Gegensatz zu meinem alten Bürostuhl. Wird sich wahrscheinlich noch über die Zeit ändern, denke ich mal. Das Ganze fühlt sich auch robust und wirklich hochwertig verarbeitet an. Auch das Design wirklich sehr schön. Zu den Funktionen und dem Design kommen wir jetzt aber. Die 4D-Armlehnen kann man in der Höhe ausfahren und in jeder Position einstellen. Im Winkel zur Sitzfläche ändern. Und den Seitenabstand zur Sitzfläche vergrößern. Somit hat man also viele Möglichkeiten, die perfekte Einstellung für sich zu finden. Die Armfläche ist leicht strukturiert und besteht aus einem PU-Kunststoff, den man etwas eindrücken kann. Die Rückenlehne besitzt eine anpassbare Lendenwirbelstütze, die man mit Hilfe dieses Rades auf der rechten Seite individuell einstellen kann. Die Rückenlehne kann man mit Hilfe eines Hebels auf der rechten Seite im Winkel von 90 bis 125 Grad neigen. Außerdem bietet der Bürostuhl eine WIP-Funktion, welche man mit dem Hebel auf der linken Seite arretieren kann. Mit dem Drehrad mittig unter dem Sitz kann man die Stärke der WIP-Funktion einstellen. Mit dem Hebel auf der rechten Seite unter dem Sitz kann man die Sitzhöhe von 48 bis auf 58 cm erhöhen. So, nun zum Kurz- und Knappen-Fazit zum NobleShares Hero in der Elder Scrolls Online Special Edition. Nach circa 3 Wochen Testphase fühlt sich der Bürostuhl zwar immer noch recht hart an, allerdings habe ich mich schon etwas daran gewöhnt und das wird sich sicherlich noch über die Monate und Jahre ändern, denke ich mal. Trotzdem fühlt sich der Bürostuhl ziemlich bequem an, man sitzt gut darauf und wirklich angenehm. Aber trotzdem werde ich hier sicherlich noch diese Memory Foam Kissen dazu kaufen, die es als Zubehör gibt, wenn mir doch schon irgendwie ein Kissen hier hinter dem Kopf fehlt, wie bei meinem alten Bürostuhl. Der Bürostuhl glänzt natürlich mit seiner sehr guten Qualität, hochwertig verarbeiteten Materialien, wie auch dem sehr schicken Design, was sicherlich Teso wie auch Skyrim Fans lieben werden und sicher auch ein paar Blicke auf sich ziehen wird. Außerdem natürlich auch mit seinen sehr vielen Anpassungsmöglichkeiten, wie man hier den Bürostuhl einstellen kann, sei es die Rückenlehne, die Armlehnen, eigentlich das ganze Paket. Somit kann man wirklich alles perfekt für sich einstellen, was sicherlich sehr
gut ist. Was viele Leute vielleicht stören könnte, ist die Tatsache, dass diese Noble Chairs Hero Stühle ziemlich mächtig und klobig wirken. Ich bin jetzt 1,73 Meter groß und ich wirke ziemlich klein und verloren darin. Mich persönlich stört das Ganze jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, andere Leute, andere Geschmäcker, das ist vielleicht ein Minuspunkt, was diese Stühle mit sich bringen. Und dann wäre sicherlich noch der Preis, der ein großes Kriterium ist. Diese Noble Chairs Stühle sind nicht gerade ein Schnäppchen, wie man vielleicht weiß. Ich habe jetzt hier in der Schweiz 460 Franken bezahlt. Nicht gerade günstig, allerdings habe ich schon beim Auspacken bemerkt, dass die Qualität wirklich sehr hochwertig ist, es wirklich sehr schöne Materialien sind und die Verarbeitung wirklich sehr gut ist. Von daher sicherlich ein Pluspunkt. Und ich denke mal, dass sich das Ganze auch über die Jahre hinweg wirklich auszahlt und man somit wirklich Freude daran hat. Und somit wäre es das eigentlich auch schon für dieses kleine Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video. Haut rein!